Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an. Der Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Meyer Likör. Immer lecker, auf Eis, im Glas oder einfach nur so, zugunsten von Mensch Hamburg. Jetzt in der Club-Edition. Den Meyer Likör gibt's für 18 Euro unter anderem im Molotow, im Silbersack, bei Old MacDonald und in der Gute-Leute-Fabrik in der Susannenstraße 26. Das war Werbung, herzlichen Dank. Heute befrage ich den Street-Artist Paul von Framespotting. Ahoi Paul. Ahoi Lars. Lieber Paul, du installierst gerahmte Kunst auf der Straße, verschenkst sie damit also quasi auch, weil eigentlich ist es sogar die Absicht, dass sie geklaut wird. Kannst du einmal kurz erklären, was du unter dem Namen Framespotting machst? Also wie du schon gesagt hast, ich verschenke also meine Kunst, meine Fotografien, die ich mache oder Kunstwerke, die meine Tochter gemalt hat, die rahme ich und hänge sie in der Stadt auf oder quer durch Deutschland auf oder auch im Ausland auf. Wo ich auch immer hinkomme, hänge ich meine Bilder auf und sie werden eigentlich nicht geklaut, sondern ich möchte ja, dass die Leute die Bilder mitnehmen. Es ist ein Hinweis. Ich verschenke sie und es ist ein Hinweis dabei, dass die Leute das als Geschenk sehen sollen, dass sie es gerne mitnehmen dürfen und sich dann hoffentlich bei mir zurückmelden, damit ich weiß, wo das Bild dann gelandet ist. Weil oftmals verbergen sich dann schon ganz schöne Geschichten dahinter, hinter den Finderinnen und Findern. Ja. Was für Geschichten kriegst du denn so mit? Was ist dir denn, was gibt es eine Lieblingsgeschichte? Es gibt eine absolute Lieblingsgeschichte von einem, der mir gesagt hat, er hatte 8 Bilder gefunden, was ich nicht glauben konnte, weil ich ja immer nur einen kleinen Hinweis gebe, wo die Bilder sein könnten. Und er hat mir seine Geschichte geteilt und hat gesagt, er war in einer schweren depressiven Phase und ist eigentlich nur noch nachts alleine aus dem Haus gegangen und hatte eines Nachts ein Bild von mir gefunden. Das gab ihm den Anlass, immer wenn ich ein Bild gepostet hatte, loszurennen und die Stadt zu durchsuchen nach einem meiner Bilder. Und das hat ihm so nach und nach geholfen, aus dieser schwierigen Situation wieder rauszukommen. Also das ist eigentlich so der größte Lohn für das, was ich mache, wenn ich sowas höre, muss ich sagen. Wenn du sagst, es sind Fotografien und Malereien von deiner Tochter, ist das dann Kleinkindkunst oder wie alt ist nicht, dass deine Tochter schon 20 ist? Ich weiß es ja nicht. Nein, das ist Kleinkindkunst. Das ist Kleinkindkunst. Ich habe sie zu meiner kleinen Komplizin erkoren. Das kam so während Corona. Ich hatte sie dabei, wenn ich meine Bilder aufgehängt hatte. Da hat ja jeder Spazierengehen für sich entdeckt und wir auch. Und sie war dabei und musste mich dann von hinten filmen oder fotografieren. Und irgendwann hat sie angefangen, einen Rahmen zu bemalen oder selber was zu malen. Und dann habe ich angefangen, ihre Kunst mit aufzuhängen. Okay. Und also wir können uns unter Kleinkindkunst ja ein bisschen was vorstellen, mit verschobenen Dimensionen von Beinen und Armen an Personen und so weiter. Wie sehen denn deine Fotos aus? Das ist unterschiedlich. Ich habe schon lange angefangen zu fotografieren, weil ich viel international unterwegs war, damals beruflich. Es gibt nichts, was ich irgendwie nicht fotografiere. Ich fotografiere eigentlich alles. Ich bin jetzt so ein bisschen mehr auf den Trigger gekommen, so nachts durch die Stadt zu ziehen mit der Kamera und Street-Photography zu machen, was ich ganz spannend finde, aber eigentlich findet man querbeet alles unter meinen Bildern, muss man sagen. Ist das ein Prinzip, was du aufrechterhalten willst oder willst du irgendwann auch Millionen damit verdienen wie Banksy, der ja quasi auch seine Bilder der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt? Manche werden dann zerstört und überbemalt. So ist nun mal auch Street Art. Oder möchtest du dann mit Kopien und limitierten Editionen irgendwann auch Millionär werden wie Banksy? Ich möchte eher mit dieser Art Kunst vielleicht meinen Lebensunterhalt gestalten können. Ich möchte es jetzt nicht so hochhängen, aber wenn ich meine Bilder irgendwie verkaufen könnte in Auflagen und so weiter, wäre das natürlich super. Meine kleinen Bilder, die ich an den Wänden aufhänge, die werden immer geschenkt bleiben. So habe ich es mir auf die Fahnen geschrieben. Also wenn ich sie verkaufe, dann nur für einen guten Zweck. Wenn ich Bilder versteigere, dann werden sie verkauft, ansonsten nicht. Wenn, dann Bilder in anderen Druck. Du sagst gute Zwecke. Was sind denn gute Zwecke, außer du selbst? Also nein, du stellst Bilder auch zur Verfügung für Auktionen. Was sind so Vereine, die du da unterstützt oder welche Zwecke? Das hat angefangen, als diese Flutkatastrophe im Ahrtal war, habe ich gedacht, so, ich will mit den Mitteln, die ich habe, irgendwie was Gutes tun und habe dann gesagt, ich versteigere 10 meiner Bilder. Und dann sind irgendwie 2000 Euro zusammengekommen und leider sind es jetzt mittlerweile halt sehr viele
Themen, die man unterstützen müsste. Und dann kamen die Erdbeben in Syrien, in Türkei, dann Ukraine-Krieg, dann, also es gibt immer wieder Aktionen, die man unterstützen kann und die ich gerne unterstütze mit dem, was ich kann. So, und mittlerweile habe ich irgendwie 13.000 Euro gesammelt und habe alles dann quasi an die Zwecke abgegeben. So, also du sammelst Geld ein und behältst es nicht, du gibst es weg, du machst Bilder und verschenkst sie. Wovon lebst du denn im richtigen Leben? Ich habe noch einen anderen Job im richtigen Leben, aber ich das soll ja noch soll ja geheim bleiben. Okay, das heißt, du liebst die Anonymität und deswegen haben wir auch deinen Nachnamen nicht genannt, sondern dein Künstlername ist Framespotting. Das Urziel von Künstlern, sage ich mal, ist ja tatsächlich auch gar nicht reich oder berühmt damit zu werden. Aber was ein schönes Ziel ist, ist ja in Galerien oder Museen zu hängen. Wie sieht's denn damit aus? Es gibt ja immer mal wieder so spektakuläre Aktionen. Ich meine, du hängst ja deine Bilder hin, wo du willst. Hast du es auch schon mal irgendwo ins Museum reingehängt? Also ich habe es in der Millerntor Gallery mehrere Jahre aufgehängt, als ich nicht eingeladen war. Ja. Dann habe ich meine Bilder zwischen die anderen Werke gehängt. Das war dann schon sehr aufregend. Ich war im Museum der Arbeit, war es glaube ich, mit dieser Street-Art-Ausstellung, habe ich meine Bilder mit reingehängt. Das ist natürlich sind dann aufregende Situationen, wenn ich da sowas aufhänge, irgendwie indoor in irgendwelchen Veranstaltungen. Aber ich hatte ja auch schon meine eigene Ausstellung im Jupiter. Das ist jetzt schon anderthalb Jahre her. Aber damals habe ich gesagt, ich stelle nicht meine eigenen Bilder aus, sondern ich rufe dazu auf, dass die Finderinnen und Finder ihre Bilder dorthin bringen zur Ausstellung. Ach. Und ich habe nur die Wand zur Verfügung gestellt, habe die hergerichtet, damit da alles, damit man alles aufstellen kann. Und am Ende war die Wand voll mit über 60 Bildern und habe die Leute gebeten, ihre Geschichten mit mir zu teilen. Und das war natürlich schon wirklich was Besonderes jetzt auch so für mich und eine andere Art und Weise der Ausstellung, wenn die Leute sich auftun und wie groß die Resonanz ist, ihr eigenes Bild zu bringen, einen Monat lang dort stehen zu lassen und dann wieder abzuholen, also und sich auch dort zu treffen oder zu kennenzulernen, das war schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ich sag mal so, Street Art ist mittlerweile zu einer besonderen eigenen Kunstform geworden. Gott sei Dank, früher wurde schwer bestraft und Leute wurden verfolgt von der Polizei. Ich glaube, so richtig legal ist es immer noch nicht, fremde Hauswände anzusprühen oder mit seinen eigenen Bildern zu dekorieren. Bist du denn schon mal konfrontiert worden mit übergriffigen Bürgern, die gesagt haben, hey, was machen Sie da? Oder der Polizei sogar? Nee, null, null. Also ich habe auch viel rumgetüftelt, wie es auch funktionieren könnte, diese Bilder aufzuhängen, dass sie auch wieder gut abgehen. Anfangs war es ein bisschen schwierig. Da hatte ich irgendwie ein Doppelklebeband, das hat fast die ganze Hauswand weggerissen. Aber das war dann eine einmalige Situation gewesen. Ansonsten passiert da bei meinen Bildern eigentlich nichts. Und ich achte auch drauf, wo ich sie aufhänge. Das funktioniert ganz gut, also da muss ich mir keine Sorgen machen. Du hast ja erzählt, dass du sie überall aufhängst, also sogar in Urlaub mitnimmst. Gibt es denn Örtlichkeiten in Hamburg, die jetzt noch Framespotting frei sind, also weil du da einfach auch im richtigen Leben nie hinkommst? Hamburg ist ja groß, hat über 100 Stadtteile. Na, ich war sicherlich nicht in jedem Stadtteil, also schwierig zu sagen. Also, gibt es denn einen Lieblingsstadtteil, wo du ganz besonders gerne Sachen aufhängst, weil sie da möglichst lange hängen oder besonders schnell wieder wegkommen, wie auch immer es dein Ziel ist? Das ist ja auch das Problem. Es ist mein Ziel, dass sie schnell weg sind, weil sich jemand dran erfreut, oder ist mein Ziel, dass es lange hängen bleibt und es mehr sehen. Aber meistens ist es so, dass die Bilder halt relativ schnell weg sind. Also natürlich nutze ich die Chance, wenn ich fußläufig irgendwo was erreiche, und die kommen natürlich eher in den Genuss, dass sie Bilder finden könnten. Und es geht dann halt von irgendwie Eimsbüttel, Altona, Schanze, Innenstadt, Eppendorf, so Winterhude, alles Mögliche. So, und wenn ich ein bisschen weiter rauskomme, also es ist ja auch, wenn ich irgendwie am Wochenende mal rausfahre mit der Familie, dann ist auch ein Bild dabei. Egal, wo ich hingehe, ist ein Bild im Rucksack, solange ich gerade einen Rahmen habe. Jetzt streitest du ja wahrscheinlich deine Bilder nicht immer ab, aber könnte man sagen, in der Schanze sind die Bilder schneller weg als in Blankenese? Das würde ich so nicht mal sagen. Das, also es lässt sich wirklich schwer sagen. Manchmal versuche ich mich ja irgendwie in Café zu setzen, mich auf die Lauer zu legen, mal zu gucken, wie lange so ein Bild hängt. Aber ich habe es halt auch erkannt, nach 5 Minuten ist so ein Bild weg und dann hat es eine Person gesehen. So, das ist dann schön und trotzdem schade. Aber das ist mein Los, das ich damit trage. Ja, schön oder schade, das ist ein schönes Stichwort. Das baut die Brücke zu unserer Kategorie. Nice. Oder Scheiß. Was findest du denn schön oder schade in dieser Stadt aktuell? Was geht denn gehörig auf den Wecker, oder gibt es irgendwas, was du loben möchtest? Du musst dich entscheiden, nice oder Scheiß? Ich sage nice. Gerade
in der jetzigen Situation, wie sich Hamburg als Stadt präsentiert gegen rechts, ist schon etwas, wo man sagen muss, da kann man stolz sein, in dieser Stadt zu sein und wie sie sich präsentiert. Also ich war natürlich auch mit meiner Tochter auf den Demos und ich versuche hier mit den Bildern Werte beizubringen und sie auch in dem Zuge, wenn man auf so eine Demo geht, Werte beizubringen, wofür man gerade stehen muss und wofür es wichtig ist, sich hinzustellen. Deshalb ist das auf jeden Fall ein nice Moment. Das kann man gar nicht häufig genug sagen, lieber Paul von Framespotting. Ich wünsche dir noch ganz viel Freude. Du machst die Stadt ein bisschen lebenswerter, ein bisschen bunter. Und ich freue mich, wenn ich dann demnächst auch mal ein Bild von dir erwische. In diesem Sinne sage ich Ahoi. Vielen Dank. Dankeschön. Ahoi. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.